Hallo und herzlich willkommen zurück bei Topvergleich. Heute geht es um die besten Ring-Videotürklingen auf dem Markt. Ring ist ja eine Firma von Amazon und stellt schon seit Jahren die Bestseller im Bereich Videotürklingen her. Und die Geräte sind auch zu Recht absolute Bestseller, denn sie besitzen sehr starke Funktionen, eigentlich all das, was man sich so von Videotürklingen erwartet. Wir wollen uns heute nur mal anschauen, welche Ring-Videotürklinge ihr euch zulegen solltet und haben dafür drei verschiedene Modelle von Ring miteinander verglichen. Einmal die Ring 2, das neuere Modell, die Ring 3 und auch noch den Ring Türspion. Was alle Geräte gemeinsam haben und worin sie sich unterscheiden, werden wir jetzt besprechen und im Abschluss auch unser Fazit geben. Mehr Infos zu allen drei Geräten erfahrt ihr über die Links in der Videobeschreibung. Starten wir mit dem ersten Gerät, dem Ring Türspion. Dieser wird einfach über einem bestehenden Türspion drüber montiert und fungiert als Türspion und Videotürklinge zugleich. Man kann denjenigen, der vor der Tür steht, also durch den Türspion von Ring beobachten, das aber auch gleichzeitig über sein Smartphone oder Tablet tun. Denn wie gesagt, ist das hier nicht nur ein einfacher Türspion, sondern auch eine Videotürklinge, die ein Live-Bild von der Haustür direkt auf das eigene Smartphone streamt. Mit der integrierten Gegensprechfunktion kann man hier auch gleichzeitig mit dem Besucher reden. Außerdem ist an dem Gerät vorne eine Klingel integriert, sodass man auch eine Benachrichtigung auf das Smartphone bekommt, sollte jemand geklingelt haben. Dann, wie gesagt, wird ein Live-Bild zu dem Geschehen vor der Haustür hergestellt und man kann auch mit demjenigen dort gleich sprechen. Die Kamera löst hier mit Full HD, also 1080 Pixel auf und bietet ein weites Blickfeld von 155 Grad in der Horizontale und 90 Grad in der Vertikale. Auch integriert ist hier eine Nachtsicht und ein fortschrittlicher Bewegungssensor, welcher auch eine Benachrichtigung auf das Smartphone sendet, sollte er eine Bewegung erkannt haben. Die Speicherung der aufgenommenen Daten ist wie bei allen Ring-Türmodellen hier nur über den Cloud-Service von Ring möglich. Der ist im ersten Monat kostenlos und kostet dann einige wenige Euro im Monat. Ja, an für sich keine besonders starken Funktionen, außer eben, dass es sich hier gleichzeitig auch um einen Türspion handelt. Und dafür muss, wie gesagt, auch ein Türspion schon bei der eigenen Haustür vorhanden sein. Sollte das bei euch der Fall sein und interessiert ihr euch für so ein 2-in-1-Gerät, was ein Türspion und gleichzeitig auch eine HD-Livestream-Funktion besitzt, dann schaut doch mal über den ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist der Türspion von Ring verlinkt. Aktuell kostet es 130 Euro. Kommen wir nun aber zum zweiten Modell und zwar der Ring-Videotürklinge der zweiten Generation. Diese ist der absolute Bestseller von Ring und insgesamt auch im Markt von Videotürklingen ganz weit vorne. Mit dem Modell, das aktuell unter 100 Euro kostet, 99 Euro um genau zu sein, bekommt man hier den ja mittlerweile schon Klassiker von Videotürklingeln. Das Gerät kommt ebenfalls mit einer Kamera mit Full HD Auflösung, also 1080 Pixel Video und außerdem noch mit der Gegensprechfunktion. Natürlich ist hier auch der Bewegungsmelder mit dabei. Wenn dieser ausschlägt oder auch einfach an der Tür vorne geklingelt wird, dann bekommt man eine Benachrichtigung auf das eigene Smartphone und kann per Live-Video genau sehen, was vor der Tür vor sich geht. Und das sowohl bei Tag als auch bei Nacht, denn auch hier ist eine Nachtsicht mit dabei. Man kann die Ring-Videotürklingen auch mit der Ring-Scheim verbinden. Das ist ein akustisches Klingelgerät, das dann im Haus einen lauten Klingelton erzeugt, wenn die Klingel betätigt wird. Ansonsten bekommt man das, wie gesagt, nur per Benachrichtigung auf das eigene Smartphone mit. Hier scheint auch dieselbe Kamera verbaut zu sein wie bei dem Ring-Türspion, denn auch diese hat einen Blickwinkel von 155 Grad horizontal und 90 Grad vertikal. Das reicht aus, um einen Großteil seines Grundstücks und auch darüber hinaus zu überwachen und bietet damit in Kombination mit den Bewegungssensoren ein starkes Sicherheitssystem. Natürlich kann man die Geräte auch mit den Alexa-Geräten steuern und die Ring-Türklingen sind wirklich sehr einfach installiert. Sie werden einfach mit der Ring-App verbunden und dem WLAN und dann mit den im Lieferumfang enthaltenen Materialien an der Haustür befestigt. Wie funktioniert jetzt aber hier die Stromversorgung? Und da kommen wir gleich schon mal zu dem Unterschied von der Ring 2 und dem dritten Modell, welches wir euch vorstellen wollen, der Ring 3. Und da ist es so, dass bei der Ring 2 hier ein Akku integriert ist oder eine Festverdrahtung des Geräts möglich ist. Bedeutet, entweder kann man das Gerät fest verdrahten, also fest mit dem Strom verbinden, oder muss das Gerät dann für ein paar Stunden immer abnehmen, um die Türklinge aufzuladen. Darunter leidet natürlich die lückenlose Überwachung des Haustürbereichs, weshalb die Ring 3 hier mit einem herausnehmbaren Akku kommt oder auch eben mit Festverdrahtung. Dadurch, dass man hier den Akku herausnehmen kann, kann man aber auch ganz einfach mit einem Wechselakku arbeiten und dadurch eine lückenlose Überwachung garantieren. Was hat sich aber ansonsten noch so getan bei der Ring 3 im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell? Bei der Kameraqualität auf jeden Fall erstmal nichts, aber beim Kamerablickwinkel, dieser ist mit 160 Grad nochmal 5 Grad weiter als das Vorgängermodell, allerdings mit 84 Grad in der Vertikale 6 Grad weniger hoch. Verbessert hat sich dann aber wirklich die WLAN-Verbindung. Hier sind nicht nur 2,4 GHz, sondern auch bis zu 5 GHz WLAN-Verbindung möglich.
Ja, das waren aber schon so die größten Unterschiede zwischen der Ring 2 und der Ring 3. Natürlich, ein großer Unterschied ist hier noch im Preis. Die Ring 3 ist 80 Euro teurer. Nochmal zusammengefasst, dafür bekommt man einen etwas anderen Blickwinkel, nicht unbedingt besser, sondern einfach anders, eine stärkere WLAN-Verbindung und wie gesagt die Möglichkeit, den Akku herauszunehmen und damit zu wechseln. Das ist auch, wie wir finden, schon eine wichtige Funktion. Ob man dafür 80 Euro mehr ausgeben muss als beim Vorgängermodell, das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Ansonsten würden wir grundsätzlich am meisten immer noch die Ring 2 empfehlen. Auch wenn sie schon etwas älter ist, erfüllt sie immer noch alle Ansprüche an eine Videotürklingel und bietet einfach nach wie vor ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund dieses Preis-Leistungs-Verhältnisses würden wir die Ring 2 sogar auch dem Videotürspion vorziehen, selbst wenn wir einen Türspion hätten. Das Bessere bei der Ring-Türspion-Kamera ist nur, dass sie an einer etwas besseren Stelle platziert ist und zwar auf Augenhöhe. Die Ring-Türklingeln sind dann meistens doch eher etwas tiefer montiert. Das kann man sich allerdings aber natürlich auch selbst aussuchen, wo man genau seine Ring-Türklingel anbringen möchte. So, wir hoffen nun, dass wir euch mit unserem Vergleich hier ein wenig helfen konnten und ihr für euch jetzt besser wisst, welches Modell für euch das Richtige ist. Das war unser Ziel und wenn wir das erreicht haben, würden wir uns über eine Bewertung und ein Abo freuen. Alle Türklingeln sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da unbedingt für den tagesaktuellen Preis und weitere Informationen vorbei.